Et comment faut rentrer? Je viens de Neuchâtel. Faubourg-Bedorf, à Faubourg-Bedorf. C'est ça. J'habite juste ici à 100 mètres. Patoun. Ousrinov. Maintenant, j'habite au Val de Travers. Et comment faut Burgoske? Faut Rotenburg, canton Luzern. De Bussigny, près de Lausanne. Ouspénigue. Et comment Riechtel? Je viens de Corcel, Meulin. La Neuville. La Neuville aussi. Liechtel. Spiet. Ousdoul. Blumenstein, 36-38. Eine Gemeinde, die viel macht für die Bevölkerung, die von Zeit zu Zeit mal ein Fest macht, die sicher auch viel für Bildung macht, für Kinder vor allem, schöne Spielplätze hat. Une commune qui met en place des choses pour la jeunesse, qui se débrouille pour qu'il y ait une vie sociale existante dans sa propre commune. Effectivement, c'est une commune qui je pense, va vers le développement. Une commune qui est flexible, schnell kann réagieren auf Situationen, Anliegen von ihren Bürgern. C'est une commune qui investit, qui pense au futur, qui pense à ses gens beaucoup. Voilà. Puis qui est. Je pense à des concepts écologiques peut-être aussi. Une Gemeinde, die aktiv ist in verschiedenen Sektoren, sei es Kultur, sei es Bildung oder auch sonst Freizeit. Une commune qui ferait peut-être le. Qui verrait loin, qui aurait des projets plus loin qu'une législature. Eine Gemeinde, die sich anpasst an neue Anforderungen, sei das im Verkehr oder auch im Bauen. Pour moi, c'est une commune qui est justement dans le social et qui gère aussi son budget correctement et qui est absolument hors politique, donc qui ne se mêle pas de ça. Et puis ce serait qui gère bien son budget et puis qui fait des choses pour le social, l'environnement, ce genre de choses. Das ist eine Gemeinde, die sehr vielseitig ist, vor allem im kulturellen Bereich, auch im Sport, einfach in den Aktivitäten. Also ja, sie haben jetzt auch zum Beispiel einen Sack bei uns, also in der Schule haben sie auch neue Freifächer gebraucht, sie haben auch ein neues Projekt gebraucht und das ist mega toll gefunden. C'est une commune qui sait anticiper et voir les problèmes arriver. Donc ils ne résolvent pas une fois que le problème est là, mais ils essayent de trouver des solutions avant que le problème apparaisse. C'est une commune qui essaye des choses nouvelles. Innovative Gemeinde ist für mich eine Gemeinde, die in die Zukunft blickt und nicht zurückschaut. Das bedeutet, die eine fortschrittliche Politik führt, keine konservative Politik führt, die die neuen Herausforderungen annimmt und sich mit der Welt bewegt, statt sich gegen die Welt zu bewegen. Sie sollte wie Rinoch sein. Maßstab und meine Gemeinde ist etwa da. Au milieu. Da. Je sais pas, plus ou moins au milieu, mais elle est toi, assez. Au milieu. Ouais, elle est assez traditionnelle, mais elle fait quand même des choses. Mais voilà, ouais. C'est ça. Mais il y a pas, c'est pas au maximum, mais non, ça va. Voilà. Leider ändere im unteren Bereich. Drei Viertel hätte ich gesagt, so. Also dürfte noch innovativer sein, aber macht auch schon einiges. Ja. Da. Okay, da unten. Ah ja, geht. Also, noch da oben Mercedes-Stern. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit unserer Gemeinde, halt auch mit den Möglichkeiten, die sie hat. Ich schätze sehr dort, als es halt ruhig ist. Encore un peu plus de mobilité au niveau des transports publics et puis un peu plus de d'événements et de fêtes en tout genre. Weniger Strassenbaustellen, überhaupt allgemein weniger Bauten. Mehr Sachen für Jugendliche, also wirklich Sachen, wo man Spass daran haben kann, die auch Jugendliche anspricht. Dass sie auf dem Kurs bleibt, auch wenn es Widerstand gibt. Dass sie langfristig auch versucht, das Ganze grösser zu machen. Man muss auch in Regionen denken heutzutage und nicht nur in den kleinen Parzellen bleiben. Über den Zaun raus schauen.
Moi, j'aimerais qu'elle continue comme elle est en train de se développer et maintenant qu'elle continue à continuer sur sa lancée. Eh bien, schau mal gesehen, wenn man sich etwas wünscht, die Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Dass man hört, was der Bürger für Wünsche hat, vielleicht auch Kritik, oder? Und dass man das ernst nimmt und probiert umzusetzen, voilà. Ja, Dings, ein Bankomat in der Gemeinde wäre noch nice, weil wir haben keinen in Zwingen. Also das wäre noch praktisch. Plus de zones piétonnes, plus de moins de circulation, plus d'infrastructures sportives. Dass man die Jugend nicht vergisst, sich Fragen stellt, hey, was braucht unsere Jugend, was können wir machen, weil die Jugend ist unsere Zukunft. Dass sie einen coolen Skatepark bauen. Einen schönen Spielplatz in der Stadt, das wünsche ich mir für die Kinder vor allem. Nicht, ich bin zufrieden. 41, 53, 6. Nein, in Liebe 41, 53, ja. Ah ben, simplement un lieu où il fait bon vivre, tout simplement. Voilà, où on se sent heureux et où il fait bon vivre. J'en demande rien de plus.